Hallo und herzlich willkommen beim Meuchelschurken für Legion. In dem Video möchte ich euch mal zeigen, was sich hier denn prinzipiell geändert hat und natürlich, wie man diese Schurken-Spezialisierung spielt. Wer Meucheln von früher kennt, ein ganz kleiner Ausblick. Das ist die Skillung, wo ihr aus der Verstohlenheit angreift und wo ihr hauptsächlich euren Schaden über Blutungen und Gifte macht. Wie ist das Video aufgebaut? Wer es noch nicht weiß, wir machen es immer folgendermaßen. Zuerst gibt es einen Einblick in die Spielweise, also wie wird das Ganze gespielt. Danach schauen wir auf die Artefaktwaffe, die benötigten Items und welche Buffs und Flasks es denn so gibt. Bevor wir aber hier mit dem Ganzen starten, noch ein ganz kurzer Blick auf die basischen Talente, also auf die Basic Talents. Wir haben hier eben Erdrosseln und Verstümmeln, um Kombopunkte aufzubauen und die ganzen bauen wir dann anschließend mit unserer Blutung ab. Das ist ja mitunter auch einer der Dots, mit dem wir den meisten Schaden machen. So, jetzt switchen wir mal gleich mal rüber zur Spielweise. Wie spielt sich das Ganze zuerst, bevor wir loslegen? Wird natürlich mal Zeit, dass wir ein Gift auf unsere Waffe geben. Das dürft ihr nicht vergessen. Wie ihr rechts oben sehen könnt, hält das Gift eh 60 Minuten, also da müssen wir nur darauf achten, das dann wieder zu refreshen. Unseren Kampf starten wir mal aus der Verstohlenheit und nutzen zuerst fiesen Trick, dann bauen wir gleich die ersten Kombopunkte auf, danach nehmen wir noch Verstümmeln und einmal Blutsturz, bis wir die vollen Kombopunkte haben. Volle Kombopunkte bedeutet in unserem Fall 6 Stück. Diese werden anschließend in Blutung investiert, damit eben der Dot dauerhaft auf dem Ziel tickt und dann beginnt der ganze Spaß von vorne, sprich erdrosseln. Erzeugt jetzt auch einen Kombopunkt, kann ihm eingesetzt werden, nehmen wir somit immer, damit es am Ziel aktiv ist, danach verstümmeln und eben unseren Blutsturz bei 6 Kombopunkten wird einfach wieder die Blutung eingesetzt. Neben dem Ganzen haben wir auch noch etwas Spezielles. Wir haben natürlich unsere Artefaktwaffe, den Königsmord. Und wenn wir die hier einsetzen, das hat einen ganz speziellen Effekt. Und zwar erzeugt es einfach einen Dot auf dem Ziel. Bedeutet also, immer wenn es bereit ist, nehmen wir das Ganze dazu, um zusätzlich Schaden auf unseren Ziel zu machen, um hier zusätzlich Schaden zu verursachen. Wir haben auch den ein oder anderen Cooldown, da gehen wir dann später nochmal separat drauf ein. Was für uns noch ganz wichtig ist, wir spielen mit Vendetta, aktivieren wir natürlich immer, wenn es ready ist, um hier nochmal den Schaden ein bisschen weiter nach oben zu treiben, um hier einfach den Schaden weiter zu erhöhen. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, warum nehmen wir eigentlich nicht nur Verstümmeln, das gibt ja 2 Kombopunkte, Erdrosseln und Blutsturz nur einen. Ja, es ist ganz einfach, wenn wir Erdrosseln natürlich dauerhaft aktiv halten oder versuchen immer aktiv zu halten, generieren wir hier einen Punkt, zweimal Verstümmeln, gibt dann noch jeweils 2 Punkte dazu, sind wir bei 5 und dann wäre ein weiteres Verstümmeln eine Energieverschwendung, weil wir würden einen Kombopunkt erzeugen, den wir nicht verbrauchen können, daher Blutsturz und den ganzen, dann später wird das einfach eingesetzt. So, jetzt switchen wir mal runter, kurz auf was anderes und zwar auf die sogenannten Cooldowns, die der Schurke hat. Wir haben natürlich nicht nur Sachen, die Damage machen, im Hintergrund seht ihr es schon, wir können auch Verschwinden nutzen, um wieder erneut aus der Verstohlenheit anzugreifen, Mantel der Schatten, um einfach hier mal den Magieschaden rauszunehmen und dann noch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, was eigentlich auch auf Cooldown laufen sollte. Das ist das sogenannte Entrinnen. 10 Sekunden lang 100% mehr Chance auf Ausweichen. Das heißt, Nahkampfangriffe können euch mehr oder weniger gar nicht mehr treffen. Und einen Cooldown haben wir noch. Das ist eigentlich kein richtiger Cooldown. Solltet ihr aber auf jeden Fall spammen, um Schaden zu avoiden. Hierbei handelt es sich um Fintech. Könnt ihr immer nutzen, kostet aber dementsprechend Energie. So, jetzt switchen wir aber mal zur Artefaktwaffe. Genau gesagt, schauen wir uns kurz mal den Einsatz von der ein. Wir nutzen natürlich Königsmord das Talent und ihr seht, es wird ein Dot einfach auf das Ziel gesetzt. Der zieht eben runter und nach 45 Sekunden könnt ihr die Waffe einfach wieder einsetzen. Bedeutet natürlich, wir setzen es so oft wie möglich ein, um hier konstant unseren Schaden zu erhöhen. Wenn wir mal auf den Artefaktbaum schauen, denn jede Artefaktwaffe besitzt ja so einen eigenen Skill-Tree, den wir praktisch ausleveln müssen. Also wir können Artefakt Macht sammeln, die Punkte, die wir hier kriegen, die Macht, die wir hier kriegen, können wir hier in Talente umsetzen. Und hier ist ganz wichtig, die 3 goldenen Talente sich so schnell wie möglich zu holen, da die den größten Damage-Boost geben. Und neben den Talenten haben wir hier oben noch 3 Slots für 3 Relikte. Einmal ein blutiges Artefakt-Relikt, ein eisernes und ein finsteres. Die sollte man natürlich auch so schnell wie möglich ausfüllen, um den Damage der Waffe zu erhöhen, indem wir unsere Item-Levels erhöhen. So, und jetzt wird es natürlich mal Zeit, einen Blick auf das Gear zu werfen. Genauer gesagt, welche Items haben wir hier? Wie sieht es denn so mit der Artefaktwaffe aus? Und natürlich, welches Buff-Food und so weiter sollen wir verwenden? Beginnen wir mal beim Üblichen. Wir haben hier Gegenstandsstufe.
802 und da blende ich euch jetzt, da wir schon bei den anderen Schurken-Spezialisierungen, mal kurz ein kleines Bildchen ein. Mit diesem Premade-Gear sind so an die 170, 173.000 DPS, alles natürlich Single-Target jetzt berechnet, möglich laut SimCraft. Und wenn man das Ganze jetzt aber gegen richtig, richtig gutes Gear austauscht, also wenn wir hier dann auf Item-Level 880, 885 gehen, kommen wir hier auf 353 bis fast 355.000 DPS. Also da kann man dann das ein oder andere noch ein bisschen modifizieren. Und hier haben wir natürlich auch mehr als genug Möglichkeiten, diese Spezialisierung speziell jetzt beim Schurken ganz weit nach oben zu treiben. Vier von den Verstärkungen her. Wir haben Crit, Tempo, Meisterschaft und Vielseitigkeit, wie auch alle anderen DD-Klassen. Und hier ist Meisterschaft das, was sich natürlich auf euer Mastery auswirkt. Beim Meuchelschurken bezieht sich das hier auf den Giftschaden. Und wie wir es ja schon einführend gesehen haben, der Giftschaden ist einfach enorm, den der Schurke hier macht. Also sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen im Auge behalten. Des Weiteren vom Buffwood her, wir nutzen natürlich eine Flask, welche Geschick gibt. Ganz klar, Geschick das Mainstat, dann auch den Umhang verzaubern wir für mehr Geschick, also für mehr Beweglichkeit. Und dann haben wir hier wieder bei den sekundären Werten, wo wir uns zwischen Crit, Tempo, Vielseitigkeit und Meisterschaft entscheiden müssen. Also zwei dieser Sachen können wir ja auf die Ringe enchanten, den Rest können wir als Buffwood zu uns nehmen, um eben unseren Damage nochmal ein bisschen weiter anzuheben. Also zum Start würde ich jetzt mal auf Tempo bzw. Meisterschaft gehen und das Ganze kann man dann ja von den Simulationen her dementsprechend immer wieder ein bisschen anpassen. Was noch ganz wichtig ist und was sehr wohl einen Unterschied macht, ob man es hat oder nicht, sind die sogenannten legendären Items. Auch hier wieder kurz der Hinweis, die legendären Items sind ja neu mit Legion. Und hierbei ist es ganz wichtig, am Anfang wird man nur eines dieser Items praktisch anlegen können. Also auch wenn ihr mehrere findet, müsst ihr euch für eines entscheiden. Später dann, wenn ihr eure Ordenshalle weiter ausgebaut habt, wird es auch möglich sein, ein zweites dazu anzulegen. Und besonders für uns ist zum Beispiel Taille, Rücken oder Handgelenke. Das sind so die wichtigen Items, die wir gerne haben möchten. Und zwar aus dem Grund, zum Beispiel die Beine oder Füße, die belegen ja einen T19-Slot. Also da werden wir natürlich unseren T19-Bonus nicht zerreißen. Aber so haben wir hier die Möglichkeit, eines dieser Items zu wählen und eben zum Beispiel die Handgelenke, Giftung- und Blutungseffekte fügen Zielen mit weniger als 25% Gesundheit, 40% mehr Schaden zu. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel. Ich meine, 40% ist zwar ganz nett, aber unter 25% ist der Gegner eh relativ schnell tot. Das möchte vielleicht auf normale Gegner zutreffen, aber in den Instanzen oder Raids, wenn so ein Raid-Boss unter 25% fällt, kann das schon gut und gerne noch ein bisschen gehen, bis der stirbt, und da dann 40% mehr Schaden zu machen mit den Giften, macht sich auf jeden Fall enorm bemerkbar. Und jetzt habt ihr es fast geschafft, noch ein ganz wichtiger Hinweis, unterhalb des Videos kommt ihr zum schriftlichen Bart, dort findet ihr Bisslisten, die Relikte, die ihr socken sollt und noch die ein oder andere Rotationsanpassung. Man kann ja jeden Kampf simulieren, da geht noch ein bisschen was vom Schaden her und dann noch der Hinweis auf die zwei anderen Spezialisierungen. Auf der linken Seite der Täuschungspack vom Schurken und auf der rechten Seite der komplett neue Spack. Gesetzlosigkeit nennt sich der, schaut da mal vorbei. Die Schicksalswürfel, das ist der Geheimtipp für Legion.